Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu Diablo 4. Heute ist Patch Day für euch gestern. Und wie ich ja im letzten News-Video schon erzählt hatte, wird der pulverisierende Druiden richtig, richtig krass gebufft. Und ich bin hier gerade noch pre-Patch, also vor dem Patch. Und wollte einmal demonstrieren, wie doll sich der Schaden wirklich durch den Patch erhöht. Weil aktuell ist der Schaden so semi, sage ich mal. Also wir können ja mal draufhauen. Ich mache mit einer Überwältigung irgendwas zwischen 1 und 4 Millionen. Das habe ich gerade nicht gekrittet, das ist natürlich schlecht. 1,5, 1,8. Dann kommt es natürlich darauf an, ob ich im Grizzly-Zorn bin oder nicht. Da können wir nur gerade warten, bis ich wieder überwältige. Und dann gibt es ja im Grizzly-Zorn und mit dem sternlosen Himmelring ja erstmal 4 Stacks. Und mit Grizzly-Zorn bis zu 200% mehr Schaden. Also da können wir theoretisch ja im maximalen Schaden noch was draufrechnen, aber zum Vergleich später nach dem Patch ist es ganz gut, hier einmal ohne den Ring quasi und ohne auch den Grizzly-Zorn Buff da drin. Aber wir sind hier bei 3,4, 3,5. Wieso crit ich so selten? Das waren zweimal nicht Crit, 46%. Ja, das ist natürlich schlecht. Ja, aber so, ja, da waren gerade 5 Millionen. Also da hat man so ein kleines Gespür, irgendwas zwischen 1 und 5 Millionen. Und jetzt gibt es einen Cut zu nach dem Patch. Ein Tag später und Leute, ich habe schon geguckt, was soll ich euch sagen? Der Schaden ist nicht nur doppelt so hoch, nicht nur dreifach so hoch, sondern 4 bis 5, weil ich weiß nicht, ob man gerade gesehen hat, das waren 24 Millionen. Also da ging der Schaden extrem hoch. Und ich fühle mich jetzt auch gewappnet, damit mal ein, ihr wisst es, meine Teststrecke, Pitch-Stufe 61, durchzuspielen für alle, die den Build nachbauen wollen. Ich habe euch den natürlich auch auf D4-Builds zusammengeklöppelt. Ist wie immer unten in der Videobeschreibung einmal verlinkt. Es gibt hier natürlich verschiedene Möglichkeiten, den Build abzuwandeln. Ich habe jetzt hier zum Beispiel den sternlosen Himmelring drin. Der wurde ja auch gerade gebufft mit dem letzten Patch. Würde also ganz doll Sinn machen. Ihr könnt aber natürlich auch die alte Variante nehmen, wo ihr einmal macht, dass euer Pulverisieren-Angriff jetzt eine Erdefertigkeit ist. Erdefertigkeiten verlangsamen durch die Schuhe. Und wenn ihr den sternlosen Himmelring nicht habt, dort dann den Umbral Aspekt nehmen. Aber ich glaube, Ring der sternlosen Himmel, gerade auch mit dem Buff, ist aktuell der beste Way to go hier auf dem Build. Ansonsten natürlich, wenn ihr das Amulett hier nicht habt, würde ich euch auf jeden Fall extrem empfehlen würde, weil euch das nochmal eine Überwältigungsquelle gibt, würde ich Nature's Reach auf jeden Fall mit reinnehmen, auf einem normalen Amulett, das würde richtig reinknallen. Aber hier Talisman des verbannten Fürsten ist für Überwältigungsbuilds schon Key. So, ich würde sagen, wir gehen mal in 61er rein. Bin ich sehr, sehr gespannt. Nebenbei, eigentlich ganz interessant, der WW-Barb, das, was wir uns auch schon gedacht haben, ist jetzt komplett busted und broken. Wenn ihr dazu nochmal ein Folgevideo sehen wollt, dann schreibt es unten in die Kommentare. Da habe ich ja auch schon einiges jetzt ein bisschen angepasst und umgeändert. Aber der Wirbelwind Bleed Dust Devil Barb ist jetzt stärker als der Heat Barb und ballert so extrem durch die Dungeons durch, ist es schon nicht mehr feierbar. Ich nehme natürlich auch noch hier ein Elixier mit dazu. Und dann schaue ich mal, wie gut ich hier durchs 61er komme. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim Boss wieder, weil der Weg durchs Dungeon ist ja meistens nicht ganz so spannend. So, beim Boss angekommen. Da bin ich selber sehr gespannt, weil ihr wisst, das Pulverisieren war und wird es auch immer sein und ist bis jetzt auch, hatte bei Bossen immer Probleme. Wenn man rein überwältigt, dann kommt da der Schaden. Aber ohne Überwältigung fehlt einfach so massiv der Schaden. Ich meine, hier beim 61er, muss ich ganz ehrlich sagen, geht es ganz gut klar jetzt nach dem Buff. Aber der Pulverisieren wird niemals ein Bosskiller sein. Wollt ihr Speedfarm machen, Höllenflut, Night by Dungeons, irgendwas, dann würde ich euch auf jeden Fall den Pulverisieren empfehlen. Gerade auch im Early Game ein sehr, sehr cooler Build. Gerade im End-End-Game ab Stufe Pit, ihr habt es gerade gesehen, 61, da wird es dann schon schwer. Und ihr habt gerade gesehen, also ich habe hier Theobalds Wille drauf, ich habe Harlekins. Ich habe Talisman des verbannten Fürsten mit 4 Greater Affixen. Ich bin hier schon gut ausgestattet, habe alle Glyphen auf 21 und der ist gut, aber natürlich nicht so gut wie andere Builds. Ja, für Bosse wird der wahrscheinlich weiterhin
seine Probleme haben. Aber ja, spielt den pulverisierenden Druiden, ist ja auch einer meiner allerliebsten Builds, spiele ich immer wieder gern in jeder Season, auch wenn es beim Boss dann ein bisschen magerer ist. Aber du hast gerade gesehen, 61, das ist meine Teststrecke, das hat er gut hinbekommen. Und ja, viel Spaß mit den pulverisierenden Druiden. Wenn ihr noch was zum WW-Barb sehen wollt, dann schreibt es gerne unten in die Kommentare. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag, Mittag oder Abend. Und würde mich sehr über ein Follow auf den Kanal freuen, sehr über ein Like auf dem Video und sage bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein.